Erstmal aufnehmen, ne? So, auf meinen Lieblingsserver. Nice. Yes, Freddy! Willkommen zu einem weiteren Welt, was auf meinem Kanal heute mit dabei, der Dreiviertel TNT. Ich mag Frieden, YouTube, coolsten Teller-Record bei YouTube und meiner Wenigkeit Feuerstein. Und ja, Leute, es ist nämlich heute so, dass ich jetzt auf Revi gewandt bin. Ihr habt es im Pre-Intro gesehen, ich finde es gar nicht geil. Es ist fehlbar und ich habe auch schon mit dem Team darüber geredet. Sie wollen mich aber nicht entbannen, weil ich ja angeblich geteamt haben soll. Ja, ihr habt es auf jeden Fall im Pre-Intro gesehen. Ich muss es euch nicht mehr sehen. Sagen, sorry. Ich kann mich jetzt auf jeden Fall nicken, ihr seht's, Nick, du heißt nun Claggy123. Ich habe den Premium Plus Rang auf Qdo erhalten, das ist auch sehr, sehr schön, da ich dadurch jetzt auch aufnehmen kann. Ich werde nämlich bis zum 26.12. jetzt durchgehend Qdo Content bringen, statt irgendeine Abwechslung, whatever, da ich eben gebannt bin für Teaming, Leute. Und ja, das wird, ist kein Permaban zum Glück, sondern nur bis zum 26.12., jedoch ist es schon scheiße. Liebes Revi-Team, halt, ich hätte es gern, dass sie mich entbannt, aber ich kann halt auch nicht viel dagegen machen. Also es ist ein Fehlbahn und die Supporter sehen das nicht ein. Finde ich ein bisschen schade. Ich möchte aber auch nicht das Server-Team hier schlecht reden, weil Revi ist mein Lieblingsserver. Und zu dem Server halte ich auch, egal was die jetzt machen. Ich meine, cool ist es nicht, aber man kann sich ja auch nicht über alles immer beschweren. Ist halt eben jetzt so. So, der Viertel wollte eben mal, dass ich mich annicke wegen Rack. Der kleine Gauner will sich hier eine Rack erschnieken. Danke für die 6 Karos übrigens, Leute, denn ich habe das eben gesehen und ich bin auf Qdo immer noch so dumm und kaufe mir dauerhaft Treppen, sorry. Und zwar habe ich jetzt eben gesehen, ich habe 6 Karos erreicht. Das bedeutet, Leute, es gibt keinen Pack, aber es gibt ein riesiges Dankeschön aus Herzen von mir. Und das habt ihr eben mal bekommen. Drei Viertel war schon wieder Ace, was soll ich sagen, Leute. Das hier ist übrigens gerade das Z-Hype Blue Pack, welches er bald releasen wird, glaube ich. Ja, Leute, ich werde auf jeden Fall jetzt auf Qdo bringen. Ihr könnt mir eine FA schicken und ich werde, glaube ich, alle annehmen, bis meine FL voll ist. Ich weiß nicht, wie es auf Qdo geregelt ist, ob da eine riesige Grenze ist oder nicht. Ist auf jeden Fall total schade, dass ich gebannt bin, auch wegen des Premium Plus Rangs, den ich bald bekommen hätte. Wahrscheinlich in der Woche spätestens hätte ich eine Antwort bekommen und mit Ja, denn ich habe die Anforderungen halt erfüllt, ne? Übrigens, Leute, bin ich hier gerade auch ein bisschen im Zeitdruck, also nicht wundern, wenn ich automatisch etwas ein bisschen schneller rede, das ist dann, oder unüberlegt irgendwas laber, das liegt am Zeitdruck. Jedoch möchte ich ein qualitativ hochwertiges Video für euch bringen, deshalb nehme ich jetzt schon das 5. Mal auf oder so. Grüße an alle, die jetzt hier in der Party sind. 8x1 wäre ja ein bisschen Mainstream und ich möchte auch mal was anderes bringen. Was ich sonst auf Qdo immer gebracht habe, halt 8x1 und 1 gegen 1. So. Mir wurde jetzt auch das mit dem... Oh Mann, wieder der Abo-Sound hier. Mir wurde das jetzt mit dem Revi-Dealer-Trolling vorgeschlagen. Und Leute, ich kann euch leider momentan nicht so zufriedenstellen, wie ihr es wollt. Denn ich bin natürlich gebannt und ich mache auch keine Bannumgehung mit meinem zweiten Account Dealer. Ne? Ihr wisst ja, ich habe da so einen Account, der heißt Dealer, bla bla bla, pipapo. Ich muss euch nicht mal erklären. Haha, habe ich ihn bekommen. Unser Bett, no. So, ich mag Fritten, du bist easy. Zack, alle getötet hier. Mir ist auch egal, ob wir das gewinnen oder nicht, denn ich möchte es einfach nur noch angesprochen haben. Und ja, Leute, ist auf jeden Fall wichtig, dass ihr da auf jeden Fall Bescheid wisst, weshalb jetzt erstmal kein Revi-Content kommt. Bleibt bitte aktiv, ich hätte das jetzt echt nicht gerne, dass Leute inaktiv werden, nur wegen dem Serverwechsel, sag ich mal. No! Leute, mich wird's irgendwie... Leute, mich würde es irgendwie... Leute, mich würde es übrigens sehr, sehr freuen, wenn ihr einfach mal beim lieben Z-Hype, ich weiß, ich sag's tausendmal, ich weiß, es kommt so rüber, als würde er sich über, also es kommt so rüber, als würde er sich sacken, tut er nicht. Leute, es würde mich wahnsinnig freuen, ich weiß, ich sag's schon zum tausendsten Mal an die aktiven Leute unter euch, ihr wisst es Bescheid, ich sage schon zum tausendsten Mal, dass alle bei Z-Hype vorbeischauen sollen, aber Z-Hype macht einfach extrem viel für mich, was YouTube angeht und generell auch privat im TS, ist ja übel korrekt, deswegen Leute, schaut einfach bei ihm vorbei, Shoutouts an Tim. Durch ihn habe ich nochmal so ein bisschen das Startup bekommen, was ich gebraucht hatte, um, wer auch immer mich da gerade gemoved hat, danke, Startup bekommen, um halt ein bisschen erfolgreicher und größer auf YouTube zu werden, weil er mich halt auch immer motiviert hat und mir mal schöne Videoideen und was ich alles gegeben habe, auf jeden Fall abchecken, der hat auch das Pack hier gemacht und an alle, die sagen, dass Z-Hype sagt, ich möchte das auch nochmal kurz klarstellen.
Wenn nicht ein extra Video dazu kommt, hier meine prägnante kurze Meinung. Z-Hype sagt nicht, ich bin derjenige in der Zweierbeziehung zwischen Z-Hype und mir, der immer auf ihn zukommt und nicht er auf mich. Deswegen kann man schon mal dadurch ein bisschen ja, belegen, dass er nicht bei Leuten sagt. Und alle, die behaupten, dass er halt sagt, ich meine, okay, das ist eure Meinung. Ja, ich meine, ich habe ja auch nicht mitbekommen, was damit mit Kicking Konter passiert ist. Grüße an dich, Matthias, an der Stelle. Und da möchte ich mich auch nicht einmischen, bevor ich mich da nicht grundsätzlich darüber informiert habe. Ich möchte nur aus meiner Sicht so sagen, er sackt sich nicht bei mir hoch. Das haben viele behauptet. Und dass er Packs klaut, das habe ich auch schon mal, glaube ich, angesprochen. Er sagt oftmals, dass es ein Mixpack ist und dass viele Texturen übernommen sind. Also sollte man ihn nicht haten, denn er sagt ja, dass einiges übernommen ist. Und somit sollte man ihn echt nicht dafür haten, dass er irgendwas übernommen hat aus anderen Packs, weil er es ja kennzeichnet. Und man sollte ihn einfach mal so lassen, wie er ist und einfach mal Z-Hype sein lassen, weil ich finde, er hat es echt nicht verdient, so einen heftigen Hate zu bekommen, wie er momentan kassiert. Zwar nicht von jedem, wie von allen Fronten, aber von vielen YouTubern aus kommen da schon so ein oder anderen Shots mal per Twitter und das mag ich nicht und das möchte auch, dass ihr es unterlasst, wenn ihr meine Zuschauer seid und so denkt, dann denkt so, aber spammt die nicht voll, hatet die nicht voll. Ja, einfach, dass ihr da ein bisschen rücksichtsvoll seid, denn Z-Hype ist auch ein sehr, sehr guter Freund von mir und unter Freunden hilft man sich und das war jetzt sozusagen meine Hilfe. Ich möchte einfach nicht, dass der Hate so weitergeht, sag ich mal. Leute, 3/4 hat einfach 4k Abos, ich habe das gar nicht gecheckt, wieso, aber ich gönne ihm den Hype auf jeden Fall, wenn wir hier gerade beim Thema 3/4 sind, weil er ja so easy ist, ne, ich hab's ja euch schon gesagt. Ich meine, was sagen wir da noch? Das war ein ganz klarer 10, 9 plus 1, 11 minus 1, was willst du tun? Block MLG, komm. Leute, ich will das mal. So, wir stacken uns mal eben über 3/4 und da machen wir East 10 oder so. Weiß nicht. 3/4, ich würde mal jetzt hier gerne eine Stellungnahme dazu haben. Das war ja schon ein bisschen East. Also. So, Leute, dann haben wir auch die Runde gewonnen. Ich würde sagen, das war's mit der Runde. 3/4 ist East. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da. Und ja, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal rein. Ciao.